Eröffnung des 10. Internationalen Literaturfestivals Berlin. Veranstaltet von den Berliner Festspielen findet es in diesem Jahr im Haus der Kulturen der Welt statt. Dass es das Erlebnis von internationaler Literatur mit dem Nachdenken über politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge verbindet, verschafft dem Festival weltweit große Anerkennung. Es gibt ja viele Festivals, die internationales Literaturfestival heißen, aber wir haben so roundabout 80-85% der Autoren, die sind tatsächlich aus dem Ausland und aus anderen Kontinenten. Die Programmstruktur ist eine besondere. Wir haben von Anfang an sehr stark betont die Kinder- und Jugendliteratur, auch international natürlich, die jetzt in den letzten Jahren wunderbar sich entwickelt hat. Der Fokus ist in diesem Jahr auf die Literaturen im Osten Europas gerichtet. Diskussionen über das System Putin und Medvedev, die kulturelle Zukunft Jugoslawiens, die Aufarbeitung des Stalinismus oder das Verhältnis zwischen Geheimpolizei und Künstlern stehen auf dem Programm. Die Intendanten Joachim Sartorius und Bernd Scherer weisen in ihren Eröffnungsreden auf einen besonderen politischen Akzent hin. Die Anwesenheit des chinesischen Schriftstellers und Dissidenten Liao Yiwu, dem von Staatsseite endlich eine Teilnahme gestattet worden ist. Die Eröffnungsrede wird vom spanischen Autor Juan Goytisolo gehalten, dessen Arbeiten stark von Exilerfahrung und einer kosmopolitischen Existenz geprägt sind. Unter den zahlreichen Gästen des Abends lassen sich unter anderem auch diejenigen entdecken, die fast bei jeder Festivalausgabe sowohl auf der Bühne als auch im Publikum zu sehen sind. Ja, ich finde es einfach anregend. Wenn ich Zeit habe, komme ich, höre mir Autoren an, die ich normalerweise nicht lesen würde, das gebe ich zu. Es sind eigentlich fast immer Leute, die ich mir dann raussuche, die mir unbekannt sind, weil die Stars... Ja, kann ich zu Hause aus dem Bücherschrank holen oder mir kaufen. Die besondere Atmosphäre des Festivals hat natürlich für alle, Besucher wie Teilnehmer, viel mit der Stadt Berlin und ihrem Charakter zu tun. Berlin ist natürlich auch, spielt eine große Rolle als Veranstaltungsort, weil Berlin ist ein Ort eigentlich der ständigen Veränderung und wo sehr viele Menschen nach der Wende nach Berlin gekommen sind und wo einfach auch der Ort selber als, sagen wir mal, Laboratorium eine große Rolle spielt. Es ist eher ein Abtasten, jedenfalls das, was ich heute Abend feststelle. Manche Menschen kennen sich natürlich gut und naja, es ist natürlich auch eine Art Neugierde da. Man möchte sich ja auch kennenlernen gegenseitig. Natürlich ist es jetzt schon sehr groß geworden und einfach durch die vielen Autoren, durch die vielen unterschiedlichen Veranstaltungsorte. Und es ist natürlich sehr etabliert, aber andererseits hat es auch immer noch einen sehr familiären Charakter. Also in den Autorenzelt, wenn die dann alle am Abend nach den Lesungen zusammenkommen, man unterhält sich, man tauscht sich aus, wo man gewesen ist. Viele Autoren, die halt auf Lesereise unterwegs waren. Und ja, es ist also auch eine Kontaktbörse. Der literarische Ausnahmezustand ist eröffnet. Reggae- und Ska-Klänge, gemixt mit ukrainischer Volksmusik, beenden die Eröffnungsveranstaltung im wahrsten Sinne des Wortes bewegt.